Hallo zusammen, ich habe vor einem Jahr ein Video gemacht über das Brotbacken mit einer Brotbackmaschine. Und jetzt habe ich die Anfrage gekriegt, ich will das wissen, wie das ist mit einer Brotbackmaschine von Landi. Jetzt habe ich hier eine Brotbackmaschine von Landi, das ist ganz einfach. Ich nehme den Behälter raus hier, fülle 500 Gramm Mehl ein, 330 Gramm Wasser, Salz und ein bisschen Zucker und Öl, setze das hier rein, starte das Programm, das geht etwa 3 Stunden. Ich habe hier einen 1000 Watt Wechselrichter und hier eine Lithiumbatterie gespiesen über die Solaranlage. Das Programm läuft 3 Stunden, das knetet, das backt und nach guten 3 Stunden ist das Brot fertig. Und der Strombedarf, den ich hier brauche aus dieser Batterie, mit diesem Wechselrichter und dieser Brotbackmaschine, ist rund 31 Amperestunden. Also das heißt, ein Drittel dieser Batterie brauche ich, um ein Brot zu backen. Das Video, was ich schon mal gemacht habe mit der anderen Brotbackmaschine, da habe ich 40 Amperestunde gebraucht. War ein anderes Modell, ein anderer Wechselrichter, eine Liontron-Batterie. Ja, jetzt ist ja das Thema nicht nur das Brotbacken in der Alphütte, sondern diese, sagen wir 30, 31 Ampere, muss ich ja auch wieder reinkriegen. Das heißt, wenn ich in der Alphütte ein 100 Watt Solarpanel habe, das bringt um die 5 Ampere pro Stunde. Das heißt, es muss für das 100 Watt Panel 6 Stunden Vollsonne sein. Das reicht im Sommer. Im Herbst oder mal bedeckt reichen also 100 Watt nicht zum täglichen Brot zu backen. Wenn ich dann nur alle 2 Tage im Brot backe, sind 750 Gramm, in der Alphütte je nach Person reicht das. Also ich sag mal, alle 2 Tage im Sommer mit 100 Watt Solarpanel wird ein bisschen knapp. Also von dem her, eure Leistung der Solaranlage, je nach Brotbackleistung, 100, 200 Watt braucht ihr nur, um alle 2 Tage ein Brot zu backen. Ja, das ist der Verbrauch. Wenn ihr sonst Fragen habt, was ihr braucht mit der Lithiumbatterie, Wechselrichter, fragt mich an, schreibt es mir in die Kommentare, sendet mir eine Mail und das soll es für heute gewesen sein. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.